Muss gerade mal schauen. Die Maskan Achas haben entweder den Vorteil oder den Nachteil. Eingeschränkter Sinngehör, okay. Was macht. Vorteile, eingeschränkter, herausragender Sinngeruch, okay. Ich wusste, dass Oh, irgendwas mit den ich Nasen glaube, war. das trifft sie dann erschwert. Ja, ich wusste, dass irgendwas mit den Nasen von ihnen war. Zumindest die Kotnasan-Piraten, beziehungsweise die Maraskaner. Was ist, wenn sie die Konstitution darüber nicht bestehen? Dann werden sie 1 W6 Spielrunden bewusstlos. Okay, dann sind die schon mal Oder ich raus. einigen wir uns auf kampfunfähig, weil sie irgendwie einen starken Husten Ja, kriegen alles oder klar. so. Also ich werde sowohl ihn hier und ihn, die sind beide raus, und diese drei. Damit hast du 3 zu 2 getauscht. Der dritte stand nicht drin. Na gut, 2 zu 2 getauscht. Es ist ein fairer Tausch. Ich teile die Okay. Echsenkrieger höher ein als die Maraskaner. Alles klar. Okay, dann bist du fertig mit deinem Ach ja, dies kostet Tlalux? mich 10 ASP. Tlalux Odem auf der 18, aber mir 19. Ich drehe mich erstmal irritiert und verekelt um und sichere dann unsere Südflanke. Ich schreite da so Richtung Süden. Ist diese Giftwolke, bleibt die bestehen oder ist die verwirrt? Nein, die verfliegt im Grunde sofort wieder. Dann würde ich mal unsere Südflanke mal sichern, also nicht Und es steht hier niemand wegen. mehr, die sind beide hier Knockout, nur noch die große Echse steht. Der eine ist noch da, oder? Glaube ich. Ja, der Nee. hier. Ja, genau. Also es sind vier gewesen. Einer ist tot, zwei sind jetzt ohnmächtig wegen dem guten Geruch, und der Auserwählte von Kord stürmt weiter auf mich zu. Frosty hat sie doch hilfreicherweise für euch markiert. Der ist tot, okay, der Also Gnieder. außerdem, du bist Item. Möchtest du wirklich durch die letzten Reste dieser Wolke durchhetzen? Deswegen habe ich gefragt, ob sie noch besteht und sagst nein. Also, regeltechnisch nicht, aber ich nehme an, die wird halt nicht sofort verschwinden, sondern die verteilt sich jetzt gerade. Ja, deswegen war ich meine Farbe. Bleibt sie bestehen und Sicher, nicht dass der bestehen. Zauber keine Ja, okay, Wirkungsdauer hat? aber mir bleibt er jetzt stehen. Wenn Dann da bleibt er keine. stehen, genau. Oh, shit, du hast recht, Das ist eine sorry. Wolke. Die Ich bleibt wirke nämlich. gerade 12p-Spielrunden. Ups. Die bleibt da. Wow. ZFP-Spielrunden. Und du kannst es auch nicht abbrechen, weil Doch, die. doch, klar, ich kann das sofort Achso. abbrechen. Ich habe Zauberkontrolle. Ja, okay. Altekala tut erstmal nichts. Diamantis 24. Wir haben die Echse übersprungen, die große. Oh ja, und ja, mich glaube ich die ist auf auch. der 25, genau. Du hast ihren Schaden eingetragen? Auf der 25, okay, dann Die habe ich. Anderen Echsen sind, die anderen Ja, Echsen du hast sind der anderen raus trotzdem die 7 Schaden eingetragen. Ja, ich habe das hier auf dem Zettel Okay, notiert. gut. Deswegen frage ich. Habt ihr. Poltax, dann fragen wir dich Genau. nochmal. Richtig. Ich würde mich einfach nur umpositionieren und zwar hierhin. Gut. Wie macht das? Okay, ich würfel nochmal die Mutprobe, ob ich mich jetzt der großen Echse entgegenstellen will. Was hat die denn überhaupt für eine Waffe? Eins. Die hat A, einen Wurfspeer, und B, weitere Speere, mit denen sie dich auch gerne angreifen möchte, aber einen Wurfspeer hat sie auch. Der Wurfspeer hat kommt sie gleich. also gerade in der Hand. Ja. Okay, ja, dann stecke ich meine Balestrinas weg und ziehe in freien Aktionen meine Dolche. Bin bereit, ihr entgegenzutreten. Eine Reaktion bewahre ich mir auf. Okay, gut. Dann werde ich einfach mal mit dem Auserwählten von Kor meinen Wurfspeer schleudern. Ich habe jetzt hier nur die Maraskan-Echsen eingetragen, die auf die 19 schmeißen. Er hat 4 mehr. Das ist auf alle Fälle gelungen. Mit der 17, 4 mehr, hat er dann 6 Punkte übrig auf kurze Distanz. Auf wen schmeißt er denn? Auf Diamantis. 10 Schritt. Ja, glaube ich nicht. Ich weiche dem aus. Dann trifft er aber. Hast du ausgewichen? Ja, 1, 4. Gut. Sogar Steht eine hinter freie dir jemand? Aktion. Aber Hinter dir nur so ein steht. bisschen. Aber mir. Naja. Aber auch Gib nicht. mir mal eine Ausweichenprobe plus 4. Ich? Wieso Ja, plus du 4? plus 4, weil er dich nicht treffen wollte, sondern. Ist das nicht erleichtert um 4? Ja, meine ich ja. Ach Also so. erleichtert um 4, Entschuldigung. Also minus 4. Hab's Dann geschafft. kannst auch du unter dem Wurfspeeren Ja. durchtauchen. Und er nimmt natürlich nicht seinen. Er hat geschmissen und läuft dann weitere 5 Meter auf euch zu. Und die anderen neben ihm brechen zusammen und sind aus dem Kampf raus. Das ist ihm aber gerade egal. Er ist der Auserwählte von Kor. Das war die 25. Diamantis, du hattest deine Dolche gezogen, du bist ausgewichen. Deine So. Initiative steigt weiter. Genau, da ich meinen Dolch jetzt habe, steigt er um einen Punkt. Und ich habe noch theoretisch eine Reaktion. Die Echse ist gelaufen und hat jetzt eine Waffe in der Hand. Genau, hat dann die Waffe gewechselt, nachdem der Wurfspeer geschmissen wurde, ist sie dann in einen Trab verfallen und hat jetzt ein Achfahrrohr an der Hand. Ah. Einen gegabelten Speer mit drei Spießen.
Ich hasse diese Waffe. Ja, war das nicht der, wo du mit irgendeinem Manöver betäuben kannst? Ich glaube, einen gezielten Stich. Genau. Die ist konzipiert, um Menschen zu töten. Der Typ hat einen Waffenmeister, oder? Ja, ich behalte meine Reaktion. Ich tue also nichts. Gut, dann Tsunami. Kann ich einschätzen, wie lange Raffin noch mit seiner Liturgie braucht? Du weißt nicht, was murmelt der Chor eigentlich, der Kaugeweihte? Der über das Schlachtfeld schreitet, also vermutlich kannst du das schon einschätzen, weil du ja schon mal dabei warst. Er hat ungefähr die Hälfte hinter sich. Dann kannst du das. Okay, ich habe nicht so viel Vertrauen in unserem Maroskaner da vorne, das heißt, ich mach mal auch einen Schritt nach links. Ja. Da so in der Art. Der wird nur hier reinfallen wie eine Bowlingkugel. Dann, Tigerecht, die tun erstmal gerade weiter nichts. Eurokolizana tun weiter nichts. Voltax. Dann würde ich ihnen ganz gerne blitzen. Stopp ich sie vor. Okay, alles klar. Dann mache ich die letzten 1, 2 Schritte. 3 Schritte. Dann stehe ich vor Diamantis. Damit laufe ich aber in deine Kontrollzone rein. Du darfst auf alle Fälle einen Passierschlag auf seine Distanzklasse machen. Ist dir zumindest erlaubt. Plus 10. Okay, aber er läuft ja nur meine Kontrollzone rein, er verlässt sie ja nicht wieder, also darf ich auch keinen Passierschlag machen. Warte, läuft er rein oder durch? Er läuft in deine Kontrollzone rein und er macht das einfach damit, dass ich seine Aktion aufspart. Okay, stopp. Auf welcher DK möchtest du sein, wenn du da bist? S. Dann kriegt Diamantis keinen Passierschlag, weil er DKP nicht abdecken kann. Ja, okay, ich wollte es trotzdem angeboten haben. Also, das macht halt keinen Sinn. Sehen. Gut. Er geht die letzten 3 Schritte auf dich zu und sticht dann mit seinem Achfawa. Zwar 1, 2. Ich steche erstmal zweimal zu, dann gucke ich mir das an. Er trifft auf die, was habe ich mir notiert, 24. Und also, er da kann einmal zustechen, danach ist er geblitzt. Das er bewegt sich einmal, verliert dann. Er bewegt sich nicht, er macht freie Aktion Schritte. Ach so, freie Aktion, okay. Genau, freie Aktion, Schritt. Deswegen dachte ich Kontrollbereich. Trotzdem kommt nach seiner ersten Aktion erstmal Voltax mit einer Aktion dran. Das muss ich mir gleich mal angucken, wie es dann 4 Aktionen später aussieht. Aber mir war wichtig, dass ich jetzt erstmal vorher. Also einmal angreifen kannst du und dann ist Voltax dran. Richtig, genau. So, festnageln. Wenn die Attacke erfolgreich ist, richtet die Attacke des Angreifers einen Treffer an, den normalen, nicht durch Ansage erhöhten Waffenschaden verursacht. Ob die Waffe stecken bleibt, dass eigentlich Manöver genutzt werden kann, entscheidet eine vergleichende GE-Probe. Ist der Verteidiger erfolgreich? Genau, so, er hat sich das natürlich gewaffenmeistert, das heißt, er hat nur noch eine plus 4, nicht mehr plus eine plus 8. Und er trifft auf die 24. Ich mache eine Ansage von 1, treffe ich auf die 19. Ansage von 1, 4 Finte, meinst du? Genau. Okay, das gleicht sich dann mit meiner hohen Initiative aus. Und vielleicht lernt er, dass er eine höhere Finte reinpacken sollte. Mhm. Frage ist, wie viele Punkte hat er seine Liturgie geschafft? Oh ja, das ist wichtig. Ich muss mal gerade gucken. Also sein Rüstungsschutz ist derzeit bei 16. Das ist aber nur das schwarze Fell. Und seine Liturgie-Kenntniswerte sind bei 13. Dann würfeln wir mal, oder? Ja, genau, dann zeige ich mal, wie viel er über hat, weil da ist tatsächlich entscheidend, wie viel er über hat. Im Übrigen, sorry, können wir das nochmal hören? 16? Ja. Um mal Frosty zu zitieren. Widerlich. Ja, kannst du gerne machen. Damit bleibe ich, muss mal gerade gucken, das wird wahrscheinlich auch auf Mut gewürfelt, ne? Dann bleiben alle 13 Punkte. Alle 13 Punkte übrig. Okay, dann folgende Chose. Die Mutprobe gegen ihn ist um 7 erschwert. Außerdem verlierst du 7 Punkte Attacke und 7 Punkte Parade gegen ihn. Die Mutprobe hat aber schon mit einer 1 geschafft und du musst die noch einmal ablegen. Ja, richtig, aber trotzdem, weil ich habe die danke, zum Beispiel nicht geschafft. Danke fürs Rechnen. Sehr gut. Super. Dennoch, Parade ist geschafft. So, die Attacke ist erfolgreich. Aber ich richte ja trotzdem keinen Treffer an, weil du parierst. Sie ist pariert. Erfolgreich ist sie nur, wenn sie unpariert ist. Richtig, genau. Parieren hebt ein Manöver immer auf, außer es heißt was anderes. Schade, dann kommt demnächst die Finte. Ich habe aber noch... Jetzt ist Bautag dran. So, richtig. Warte kurz. Also, er trifft auf der 25 das erste Mal, das zweite Mal auf der 21. Vier Aktionen, Punkte später. Er hat ja eine andere Ini. Ich habe die ganze Zeit auf die normale Maraskana geschaut. Entschuldigung, 25. Ja. Er liegt bei... Ja, ist okay, richtig. Wir sind... Ja.
So, deswegen wollte ich gerade mal auf die Init gucken, damit wir dann alle ganz in Ruhe, ganz entspannt. So, Finte. Hast du vollkommen recht. Ja, ich habe auch falsch geguckt. Dann mache ich eine Finte. Also ja, ich ziehe vor. Auf die 24. Ja, möchtest du gerne? Vor dieser Aktion ziehe ich auf jeden Fall vor und ich versuche mich rauszukämpfen. Mit einer Aktion nach hinten raus, ja. Gut, von dann habe ich auf alle Fälle Passierschlag. Das ist eine Attacke. Ich will mich rauskämpfen, aber das klappt nicht, da die meine Attacke verringert ist. Das heißt, du bleibst einfach stehen? Es macht keinen Sinn, dass es schwerer ist, vor einer Chor-Liturgie zu fliehen, oder? Ist aber unreal, für die Liturgie jetzt egal. Du hast Leute in deinem Rücken, die jetzt das blockieren. Ist richtig, das passt. Kommt auch, ich stehe da noch. So, gut, dann mache ich jetzt eine Ansage und zwar, ich möchte auf die 15 treffen. Das heißt, meine Finte ist 1, 2, 3, 4, 5 groß. Auf die 15. Nicht geschafft, schade. Gelingt mir auch immer bei den guten Gegnern nicht. Das ist dann, ist der Klängentänzer? Höchstwahrscheinlich nicht, nein. Das dann ist es nächste Runde eine 9er Erschwernis. Gib ihm. Wieso eine 9er? 4 aus dem Manöver und 5 aus der Ansage. Ja, richtig. Gut. Aber, von der 21, 4 runter, dann bin ich bei der 17 und die dritte Attacke kriege ich nicht mehr hin. Dann darf Voltax seinen Blitz würfeln. Jo, hier kommt der Blitz. Mal gucken, vielleicht ist er auch furchtbar. Ja, sieht gar nicht so gut aus. Ja, die Magieresistenz ist hoch, aber du kannst sie überwinden und knacken und dann kannst dann du den Geist des Chorgeweihten durchdringen. Wie weit sinkt seine Initiative? Seine Initiative ist um 19. Auf 6. Auf genau. 6. Ekelhaft. Um mich selbst zu zitieren. Das bedeutet, er darf nicht offensiv umwandeln. Weil er unter 10 ist, oder warum? Denn deine zweite Aktion, weil er unter 8 ist, deine zweite Aktion erfolgt 8 Ini-Phasen nach der ersten. Da in 8 Ini-Phasen aber schon auf 0 wäre, darf er nicht mehr. Ah, clever. Das ergibt Sinn, was du sagst. Er ist weniger clever als... Ja, das ergibt irgendwo Sinn, was du sagst. Dann ist er noch nicht ganz durch. Er kann noch parieren mit einer Schwernis von 9. Wir machen aber trotzdem weiter bei Diamantis 25. Eine Aktion hast du nicht mehr, oder? Nee, habe ich nicht. Ich habe zwei Paraden. Ich muss eine aufwenden und muss mit zurückkämpfen. Ich habe noch eine zweite Aktion. Würde mit einem Frigifaxius beginnen gegen ihn. Du hast diese Aktion. Ich habe nur Diamantis vorgezogen. Ja. Ich hab vor dich vorgezogen. Ne? Ich habe vorgezogen, wir waren noch gar nicht dran. Wir sind auf der 18. Ich war dran. Genau. Ich wollte nur ankündigen, was ich mache. Ja, du hast recht. Du darfst aber Voltax, da sind Leute zwischen euch. Rafim ist dran. Oh, ja, ich stehe da und mach meine Liturgie weiter. Ich brauche noch 4 Runden. Ich wedel einmal mit der Hand und hebe in einer freien Aktion den Nebel auf, denn er hat seinen Sinn getan. Aber mir. Ja, wenn jetzt der Nebel verschwunden ist, kann ich auch vorbeischlüpfen und ihn von Süden angreifen, ne? Ja, Serpentilio kollidiert fast mit dir, weil er auf dem Weg zu den beiden am Boden husten ist, um denen irgendwie ein bisschen auf den Rücken zu klopfen. Bleibt dann schlitternd stehen, damit du vorbei kannst. Löscht mal jemand die Wolke? Danke. Und kann ich ihn trotzdem angreifen? Ich habe mir jetzt gerade 4-5 Schritt bewegt. Eine Aktionposition, dann hast du ja noch eine. Position. Denk schon, dass die so ein 4er Schwert ist, weil du dich bewegt hast. Und plus 7. Also insgesamt um 11. Wieso plus 7? Weil Liturgie. Okay. Hast du die Mutprobe schon geschafft? Ja, vorhin schon. Super. Auch mit einer 7er Erschwernis? Ja, ich hatte vorhin mit einer 2 oder so gewürfelt. Okay, dann hau rein. Also plus 7 ist das Schwert. Ja. Ich muss einfach eine normale Attacke mal sehen. Gegen 16er Rüstung ist das eine gute geschafft. Entscheidung. Dann kannst du gerne dann Schaden würfeln. Er pariert nicht. Ist nicht egal. Geschafft. Ist plus 7, plus 4. Ach, plus 11, oder? Nee, danke. Ja, genau, okay. Plus 11. Ach, du hast eine 9 gewürfelt. Ich sehe es gerade. Ja, richtig. Dann ignoriere ich den Schaden. Ja, wäre sowieso nicht durchgekommen. Ich wollte gerade sagen, ist jetzt eh nicht gebracht. Gut, nach Abelmir auf der 19. Die anderen Echsen sind aus dem Kampf. Tikala ist raus. Diamantis ist nichts mehr. Zulami. Ja, es stehen noch ziemlich viele Leute zwischen mir und der Echse. Und die Erschwernisse gelten auch, wenn man die Mutprobe geschafft hat, ja? Mhm. Das ist leider so. 3. 2. Ja, nee, dann nicht. 1-0. Nächste Kampfrunde. Die Maraskaner versuchen auf alle Fälle zu stechen.
Ich würfel spaßeshalber mal im Kampf mit dem Säbel. Denk dran, wenn die jetzt rangehen, dass jeder von denen so 3 oder 4 Punkte Erleichterung für Überzahl hat. Ja, okay, das machen wir auf alle Fälle mal. Schauen wir mal. Es können, maximal 6 Leute herumstehen. Ja, aber hier ist die Feuerwand. Genau, dann mache ich 1, 2, 3 Leute. Ist Überzahl 1, 2, 3, 4. Plus Avelmir, plus Diamant. Genau, sind 4 Leute in Überzahl. Ja. Dann bekommen sie eine +7, -4. Sie haben normale Schläge gemacht, die wären dann auf alle Fälle gelungen und sie machen Schaden sagenhafte 7. Ja, wir müssen hier nach dem Crit fischen. Ja, richtig. Oder nach Wuchtansagen, aber das machen die Maraskaner nicht. Die Maraskaner auf der 13 sind fertig. Okulizana ist sowas wie ohnmächtig. Boltax. Ja, ich hab ja schon. So, Entschuldigung, achso, der Fassre ist noch da. Er darf sich nicht orientieren, ne? Das ist verboten. Während du geblitzt bist, ja. Genau. Ja, okay. Dann, Voltags Wirkungsdauer? Das hängt, ich weiß nicht, wie hoch die MR war. Also mir wurde ja nichts angesagt. Nee. Sind THW. Nee, Wirkungsdauer ist, Ja. Wait. Ich schau Wirkungsdauer nach. Ist THW. Es wird eh so lange sein, dass es egal ist. Deswegen ist der Zauber ja so overpowered, weil es nicht davon abhängt, wie viel du würfelst. Na, overpowered ist er, weil halt die. Es ist eigentlich ZFW halbe Aktionen. Also die Hälfte von 9. Ich steche einfach, ist nicht mal, so viel. Ich steche einfach mal mit dem Achfahrer zu. Sekunde. Kampfrunden. Bitte? 4,5 Kampfrunden sind Blitzdauer. Ja, kannst du stehen. Ja, so. 24 ist erschwert um 9, schafft er trotzdem. Und er macht Schaden 10. Ich glaube, die Wunschwelle bei Menschen wird um 2 gesenkt bei dem Achfahrer. Ich glaube, das war die Sonderregel. Damit musst du auf alle Fälle bei einer Wunde. Davon weiß ich nicht, aber ich finde es cool. 7 sind die Eisern, die müssten Eisern sein. Ich höre trotzdem eine Selbstbeherrschungsprobe. Aber eine Wunde kassiert er trotzdem. Schafft er. Das war einmal, um die Erschwernis abzubauen, ändern zu Zustand, eine Wunde. Und dann schlägt er mit seinem, mit seiner zweiten Aktion, schlägt er mit dem Achfahrer wieder. Macht einen gezielten Stich? Nee, er macht eine Finte. Er macht eine Finte 10 auf Diamantis. Autsch. Autsch. Ja, das darf er nochmal würfeln, das schippe ich. Hast du noch einen Schicksalspunkt? Ja. Ich habe mein Glück heute ausgesetzt. Ja, sicher. Es war Boltax, der heute sagt, genau, ich habe meinen schon seinen geworfen. Hast du deinen Schicksalspunkt verbrannt? Diamantis hat seinen für mich. Diamantis hatte seinen für mich verbrennen, aber ich habe ihn dann meinen. Du wolltest den verbrennen. Ach so, nee, Entschuldigung, ich muss erst nochmal die Finte neu würfeln. Ah, ist nur geschafft, aber nicht gekrittet. Oh. Ist das dann geschafft? Also wie hoch war deine Finte? Oh, aber da kommt kritte. Eins. Ich kritte. Die Frage, ja, er hat eine Finte 10 angesagt. Ist ein großer Gegner. Stimmt. Du hast mit der Finte 10 glaube ich nicht, dass du das geschafft hast. Du kannst maximal ausweichen. Denn du hast Erschwernisse vom Blitz, ich finde. Ja, du stimmt, hast vollkommen recht. Wenn ich weiß nicht, ist es ein Punkt oder sind es 2 Punkte? Davon hängt es ab. Ja, doch, mit den Erschwernissen aus der Überzahl glaube ich nicht, ne? Oder? Überzahl erschwert nicht die Attacke, nur die Parade. Richtig, aber durch den Blitz ist auf alle Fälle dann reicht es nicht mehr. Okay, ich darf den aber gar nicht parieren, habe ich das eine Mal schon gemacht. Sehr großer Gegner. Das müssen wir uns ab jetzt merken. Ja. Sehr groß? Oder ein großer? Ein großer, Entschuldigung, er ist so groß wie Raphim. Habe ich aber selber nicht dran gedacht. Gut, dass du nochmal nachgefragt hast. Aber er hat dich ja zum Glück auch mit dem Achfahrer jetzt nicht getroffen. Wir machen weiter. Seine 6 ist durch. Die Maraskaner sind durch. Boltax. Ja, wie gesagt, ich hatte ja in der vergangenen Runde schon angesagt. Ich fange mit meinem Frigifaxis an. Der Gegner ist ja, wie du gesagt hast, ein großer Gegner, oder? Das heißt, ich kann auf ihn schießen, weil ich klein bin von hinten, ohne dass ich jemand von uns treffe, weil ich ja schräg nach oben schieße. Also, ja, also ist der Frigifaxis ja eigentlich gelenkt. Also... Ja, es ist ein Strahl. Das Problem, also ja, du könntest den Kopf von ihm treffen, aber da steht trotzdem Zulamin zur Zeit davor. Okay, alles also klar. Also bei so einem Radius, wenn du das anguckst, von deiner kleinen Position aus, dann müsst du wie gesagt, das war nur die Frage, ob das geht. Wenn nicht, mache ich, dann kannst du sehen. Genau, wenn nicht, mache ich was anderes. Dann sehe ich den Achfahrer. Gerade nicht, nee, der zuckt irgendwo zwischen den Menschenleibern umher. Okay, alles klar. Ja, dann werde ich wohl einen Flimflam machen, um ihn... Warum? Weil du alle anderen mitblendest. Nein. Die drehen ihm doch den Rücken zu. Richtig. Ja, okay. Gut, dann ist die Seite in Habe. Genau, ein Flimflam in der Variante explodierender Lichtblitz. Das ist eine 4er Schwernis.
Geht das sofort los oder dauert das? Dauert insgesamt zwei. Also dauert doppelt so lange wie der Flimflam an und für sich. Und wenn ich in letzter Runde schon angefangen hatte, geht er Anfang nächster Runde dann los. Nee, du hast ihn nicht angefangen. Du hast einen Frigifaxius angesagt. Ja, gut. Den Frigifaxius brichst du ab. Genau. Nein. Du hättest eigentlich sagen müssen, wie viele Würfel du da reinlegst. Richtig. Denn jetzt wissen wir nicht, wie viele HSP. Die Sache war, ich hätte ja noch nicht mal fragen können, ob ich den Frigifaxius so ansagen kann, weil ich meine Position nicht gekannt habe. Ich meine, du hattest Zeit zu sagen, ich sage einen Frigifaxius an, dann hättest du auch Zeit gehabt zu fragen, kann ich das, oder? Ja. Das ist eigentlich die Abfolge der Dinge. Du könntest auch mit mir reden, also, aber ich bin ja nicht als Einzige im Weg. Richtig. Ich meine, er kann nicht mit dir reden, während er am Zaubern ist. Also du sagst jetzt den Blitzsichtwind an, mit einer Explosion. Den Flimflam mit einer Explosion sind zwei Aktionen, die du jetzt brauchst, ja. Das kannst du würfeln. Gar nicht mal so gut, aber das reicht trotzdem. Dann passiert was? Lese ich dann vor, wenn es soweit ist. Ich dachte jetzt zwei Aktionen. Nein, in der nächsten Ende nächster Runde dann, okay, wenn ich ihn jetzt anfange. Alles gut. Dann nach Boltax muss dran sein. Rafim, wie viele Aktionen noch? Warte mal, ich habe diese Runde schon gezählt. Nee, noch nicht. Darfst noch zwei weitere zählen. Serpentilio. Serpentilio steht gerade an den beiden und klopft ihn so ein bisschen auf den Rücken, versucht ihn irgendwie auszuhelfen. Oh, das tut mir dabei sehr leid. Verzeiht wirklich, ich habe mich wohl leicht verkalkuliert. Und das ist meine Runde. Ja, ich würde zuschlagen. Gilt ja plus 11 Zuschlag jetzt für alle Kampfrunden in Zukunft? Der plus 7 da geht für alle. Richtig, plus 7. Die 11 hattest du, weil 4 Punkte von der Bewegung. Du wegst dich jetzt nicht mehr, klar. Also hast du keine plus 4 7. Mehr. Okay, dann plus 7. Minus 4 wegen Überzahl. Plus 3. Korrekt. Ich weiß nicht, wo die plus 2 mehr herkommt, keine Ahnung, brauche ich nicht. Hast du Wunden eine Wunde oder sowas eingetragen? Das wäre möglich, nur glaube gucken. Also oder musst du mal schauen, ich ob hab, du Wunden ich hab's auf jeden Fall geschafft. Kann er parieren? Keine Ahnung. Er kann es versuchen. Du hast eine Wunde in deinem Bein eingetragen. Ist die noch da oder ist die nicht? Nehme ich gleich raus. Gut, habe ich schon gerade rausgetragen. Ja, wie das die Frau, ob er jetzt parieren will oder was? Also du hast einen Wuchtschack angesagt oder was? Nee. Nee, ganz normal. Ja, okay, 18. 18. Sagen auf der 2 Schadenspunkte. Schreib mir auf. Wow. Notiert er nicht. Also, soll ich noch den Schruf rufen oder kommst du zurecht da vorne? 21 Diamantes, 25. Ja, ich nutze eine Aktion, um meinen Kampfstil zu wechseln, und zwar in den waffenlosen Kampf, und dann mache ich einen Angriff erschwert um 8 plus 3 wegen. Wegen seiner Aura, um mich versuchen, auf Haran zu bewegen. Dann tu das. Das darf er aber noch parieren. Er hat eine Aktion und er kann nicht da zurückstoßen. Ja, 20. Scheint sowieso nicht gelungen. Ich würde jetzt gerne irgendwas tun, aber ich kann ja nicht weiter umwandeln. Darf ich ja nicht. Nein. Gut, nach Diamantes ist Zulami noch dran. Ja, nee, komm nicht ran. Du könntest noch an die Seelenwand da, an das Seelenfeuerwand ranlaufen. Oder halt einfach drumrum laufen. Oder drumrum, von hinten. Es ist zumindest noch ein weiterer Platz, also sechs Plätze könnt ihr neben ihm, hinter ihm füllen. Okay, von den anderen Gegnern, die da im Hintergrund sind, hat sich keiner genähert, oder? Nein, die haben aber Wurfspeere und schauen dem Kampf noch weiter zu. Ja gut, bevor ich jetzt hier drumrum stehe, schon mal. Wie weit das außenrum. Ist. Hol ihn dir doch von hinten. Außenrum. Kommt die 7 Punkte reicht doch außenrum? Ja, warum nicht? Ja, dafür ist die Wand da. Darfst du in einer Aktion Sprint? Also einer Kampfrunde Sprint. Okay, das heißt einfach in einer Kampfrunde außenrum rennen. Oder entwickelst du jetzt einen plötzlichen. Du kannst doch sogar einen Sturmangriff reinlegen. Ich habe keinen Sturmangriff. Oh. Nicht sehr runtergefällig von dir. Alles nicht sehr runtergefällig von dir. Ach, Rondra Schmundra. 16 Schritt, gut. Dann bist du fertig, zwei Aktionen gesprintet, nächste Kampfrunde, er ist wieder dran. Und dann werde ich... Ringen, raufen, beißen... Schwanzschlag, ja. Habe ich jetzt nicht eingetragen. Ich glaube, das müsstest du kaufen als Vorteil, oder? Das kriegen das automatisch. Geht über Raufen. Ach so, okay, gut. Dann weißt du was, dann mache ich das sogar. Dann mache ich einen Raufenangriff auf Zulamin in meinem Rücken. 18, das wäre sogar gelungen. Und dann steche ich einmal mit meinem Achfavar auf Diamantes. Ja, ich ziehe dem vor dem Schlag natürlich vor. Zulamins Parade ist um seine Qualität erschwert.
Und ist das zwar so? Versuche ich. Ja, das ist so. Wow. Okay, das kannte ich auch ist nicht. Ist das eine automatische Finte? Es ist eine automatische Finte. Alter. Er hat halt keine Schwanzwaffe, was gut für uns ist. Okay, dann wie sieht die Erschwernis aus? Seine Qualität, 15. Was hat er gewürfelt? Also er hat eine 3 gewürfelt, dann bekommst du eine 15er Finte. Plus 7 von seiner Liturgie, also eine 22. Minus 5 wegen der Überzahl. Und du musst ausweichen. Verstehe. Das heißt, wo waren wir? Würfel einfach mal eine Ausweichen. Richtig, würfel erstmal. Plus 17. Ich glaube, so weit geht Überzahlbonus gar nicht, dass man minus 5 oder sowas erreichen kann. Nee, du kannst, glaube ich, höchstens 4 haben. Oder so. Ja, okay, hat nicht geklappt. Also Schaden? Mit TPKK 10-3. Er hat eine Körperkraft aktuell von 20. Plus 3. Ist das nur die plus 3? Dann sind es 7. TPA, obviously. TPA, danke fürs Helfen. Hat er Niederwerfen als Eigenschaft, oder... Er ist ein großer Gegner, er macht immer Niederwerfen. Nein, große Gegner machen nicht immer automatisch Niederwerfen. Das ist richtig. Ich weiß nicht, muss man sich das dazu kaufen als Achas? Achas haben das nicht von Haus aus. Achas sind nicht groß. Achas sind also ist ja sowieso schon irgendwie. Right, Achas sind von Haus aus auch nicht große Gegner, also sag du es mir. Vermutlich hat das, ja. Das bedeutet eine Körperkraftprobe. Ja. Schauen wir mal. Die wäre geschafft. Dann verlierst du nur ein B6 Inni. Oh, das kann Zulamin verkraften. Würde ich so nicht sagen. Inni ist sehr wertvoll. Ja, ja, solange du höher bist als er. Die kannst du ja in einer Aktion wieder reinorientieren, wenn es dir wirklich wichtig ist. So, Diamant ist es ausgewichen? Nein. Nein, ist er nicht. Du darfst mir mit dem Achbar was Schaden machen. Ich guck gerade mal. Die TPKK werden ordentlich berechnet. Dann bekommst du 12. Mit Wunschwelle minus 2. Okay, ich würfel Trefferzone. Ah, Kopf. Ich glaube, ich habe keinen Helm auf. Nein, habe ich nicht. Das ist dann eine Wunde am Kopf. Ja, es wird aber nicht verdoppelt. Bleibst du stehen? Das wäre es natürlich schön. Kann ich dir sofort sagen.